Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Also die Podcast-Folge, es tut mir leid, in letzter Zeit, meine Podcast-Folgen, die sind wirklich immer so im Stress. Wir haben jetzt 3:45 in der Nacht. Ich muss in exakt 5 Stunden aufstehen, weil ich morgen in den Europapark gehe. Und ich freue mich zwar eigentlich mega, aber Bro, oh, ich weiß nicht, also allgemein mein Schlafrhythmus ist gerade komplett am Arsch. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich fange nicht einmal in einer Woche an studieren, also am Montag eigentlich. Also wir haben so einen Einführungstag am Montag, nachher am Dienstag fängt es dann richtig an. Aber gleich, also ich weiß allgemein nicht, wie ich da ready wird sie und so. Über das werden wir auf jeden Fall auch in der Podcast-Folge dann so ein bisschen drüber reden. Und allgemein, ich bin jetzt mega langsam zum Überlegen gewesen, was ich für eine Podcast-Folge machen würde. Also noch schon über eine halbe Stunde. Und wenn jetzt immer, wie gesagt, 12 Uhr und ich weiß, du musst aufstehen. Und darum habe ich mir einfach gedacht, jo, du setzt dich jetzt einfach an, machst eine Podcast-Folge und laberst einfach. Weil irgendwie, ich finde das so zwischendurch, gehört das so auch ein bisschen zum Podcast, dass man einfach mal so ein bisschen von seinem Leben erzählt, was mich gerade beschäftigt. Und oftmals bin ich eigentlich immer in meinen Podcast-Folgen mega mich darauf vorbereiten, was ich genau will sagen, mir Gedanken machen und so. Und irgendwie habe ich jetzt einfach gedacht, komm, jetzt ist irgendwie gerade der Anlass, um jetzt auch mal so ein bisschen mit euch labern, weil irgendwie, I don't know, ich fühle das irgendwie im Podcast, das fühlt sich wirklich an, als, also auch wenn ich euch in dem Sinne persönlich kenne, und ich, ja, ich kenne mich auch nicht persönlich, aber ich kenne mich noch ein bisschen besser als ich euch, fühlt sich das gleich an, als würde ich einfach irgendwie mit einer Kollegin reden und ja, darum, eine Kollegin und mir ab und zu so erzählen, wie es einem geht und was im Leben läuft, und darum passt das eigentlich gerade. Also, ich weiß gar nicht, wo anfangen, Leute, ich habe so viel zu erzählen eigentlich. Mein Leben ist gerade, es passiert gerade so viel und irgendwie nicht gleichzeitig. Also, wo fange ich an? Wir fangen mit der Ferien an. Ich bin in Valencia gewesen, mit zwei Girls vom Gimme, mit zwei Friends. Und ja, ich meine, wenn ich heimkomme, am Freitag bin ich heimgekommen. Vom Montag bis Freitag bin ich gewesen. Die letzte Podcast-Folge mit meiner Mama war ja Vortrag, damit die pünktlich am Donnerstag online kommt. Und ja, es war mega nice in Valencia. Es war richtig crazy gewesen, cooler Ausgang und alles. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin gerade am Überlegen. Ich könnte halt mega tief gehen und mega viel erzählen. Ich kann auch mega oberflächlich sagen, dass es einfach cool war. ja, was war noch? Gewesen? Ich hatte eine Wohnungsbesichtigung. Die zweite in meinem Leben. Ich bin mit dem Can, also wir suchen, der Can ist mein Boyfriend, wir suchen eine Wohnung in Zürich. Jetzt schon seit keine Ahnung wie lange. Und es ist fucking pain in Zürich, Wohnung suchen. Aber die Wohnung hat mir jetzt schon ein bisschen besser gefallen als die letzte. Dem Can hat die letzte besser gefallen. Ja, weil, also schau, ich muss wissen, das ist so lustig. Das ist eigentlich auch ein mega spannendes Thema. So, der Can und ich, als wir das kennengelernt haben, ich muss sagen, wir sind relativ, also schon gleich gewesen, aber von gewissen Sachen schon relativ unterschiedlich. Also gerade wie wir aufgewachsen sind und alles. Ist halt einfach vieles sehr unterschiedlich gewesen. Ich würde sagen, ich vom Aufwachsen bin ich halt christlich aufgewachsen und danach halt das typische, ich würde nicht sagen typisch Schweizer, aber schon sehr auf so Sachen gelegt, wie zum Beispiel, man muss eine Ausbildung haben und das und das und das. Und also wie, ich bin zum Beispiel sehr aufgewachsen mit dem typischen Konzept von, man geht in die Schule, dann macht man einen Beruf, dann studiert man, dann hat man einen Abschluss, dann findet man seinen Partner, dann heiratet man, dann hat man ein Kind und dann kauft man sich ein Haus und dann wird man zusammen alt. So, das ist so die perfekte Vorstellung. So, also so bin ich aufgewachsen, dass so das Leben läuft halt. Und ja, wie sagt man? Nicht diplomatisch, wie sagt man dem? Vielleicht wissen halt ein bisschen, wie ich meine so. Ich würde sagen, mittlerweile haben meine Eltern das ganze Bild auch sehr verändert. So. Sie sind viel lockerer geworden mit dem Ganzen. Aber ja, gerade zum Beispiel, als ich nach dem Gymi selbstständig werden wollte. Also ich bin die älteste von meiner Geschwister. Ich habe zwei kleinere Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Und ich bin halt die älteste und ich musste halt sehr viel vorschaufeln. Und gerade zum Beispiel, dass ich selbstständig werden wollte, beziehungsweise ein Zwischenjahr machen nach dem Gymi, ist halt für die so gewesen, hä, nein, also, wir hat das auch nicht machen, also, weißt du, es ist halt, ja, sie also, keine Ahnung, eben wie gesagt, wir sind sehr so die strukturierten Menschen gewesen, oder haben das halt nicht gekannt, oder haben irgendwie das Gefühl gehabt, sobald ich jetzt ein Zwischenjahr mache, dann lade ich nachher unter der Brücke, oder whatever, und dass wir zum Punkt nachkommen, der Can ist komplett anders aufgewachsen, ich möchte jetzt nicht mega für ihn reden, aber er ist halt sehr, oder, ja, wie sagt man, spirituell, naturverbunden, oder wie soll man dem sagen? Ich suche gerade das Wort. Alter, immer wenn ich Podcasts mache, ich vergesse alle Wörter, mein ganzer Wortschatz ist einfach weg. Aber sehr, Mann, meine Mom hört gerade sicher zu und denkt sich jetzt, sie wüsste das Wort. Aber egal, auf jeden Fall.
Alternativ, das Wort habe ich gesagt, danke schön. Ist gut, alternativ. Er ist sehr alternativ aufgewachsen. Er ist zum Beispiel in die Schule gegangen, Monterana. Das ist eine Schule, die sehr darauf belegt ist, dass du zum Beispiel, dass du einfach frei kannst, dich entwickeln. Also das ist zum Beispiel, du bist nicht in dem mega typischen Schulsystem halt drin, sondern du hast zum Beispiel, du hast keine Prüfungen und du kannst halt sehr selber sagen, was du willst lernen und wo du dich willst entwickeln und alles. Also halt komplett anders eigentlich als ich. Und das ist halt lustig, weil gerade wo wir halt so ein bisschen zusammengekommen sind, nach den rosa-roten Brüllen gibt es halt so die ersten Explosionen. Und gerade zum Beispiel, ich habe ihn halt kennengelernt und er ist schon selbstständig mit seinem Job. Und mein Dings war halt mega von, hey, aber du musst doch etwas Richtiges schaffen und du musst doch ausbilden und das und das und das. Und er ist halt komplett anderer Meinung gewesen. Und dort hat es mega oft Explosionen gegeben. Ja, aber egal. Mittlerweile sind wir echt an einem Punkt, wo ich finde, dass wir sehr, sehr viel ähnliche Meinung haben und sehr viel ähnliche Einstellung, halt, weil ich selber einfach erwachsen geworden bin und anfangen habe, meine eigene Meinung zu bilden. Klar, er hat mich auch bei Filmen so ein bisschen, ja, inspiriert, weil ich halt das sonst wahrscheinlich nicht, also gerade zum Beispiel so eine Schule, habe ich halt nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, dass das gibt oder ich kann wie nie genauer mal anschauen und so. Und durch ihn, ja, kann ich, er hat mir halt auch sehr viel gezeigt, ich natürlich auch ihm. Aber ja, das ist schlussendlich der Punkt. Wir sind immer so ein bisschen von den Interessen, würde ich sagen, schon ein bisschen ähnlicher. Oder einfach von der Lebenseinstellung, würde ich sagen. Und jetzt ist halt wie so ein neuer Lebensabschnitt, dass man so eine Wohnung sucht und zusammenzieht. Und ja, du merkst einfach, dass bei so gewissen Sachen, dass wieder so ein bisschen Reibungspunkte entstehen, weil man halt unterschiedliche Meinungen hat oder unterschiedliche Wünsche für eine Wohnung oder unterschiedliche, was einem wichtig ist und so. Und das ist halt mega also auch mega spannend, um das zu sehen, weil gewisse Sachen, die für mich so logisch sind, dass die gut sind und die anderen schlecht sind, für ihn halt komplett anders, weil ich dann bin so, hä? Also, das ist auch mega lustig. Warte, ich probiere das Beispiel zu geben. Wir haben es jetzt gerade heute gehabt bei der Wohnungsbesichtigung. Ich habe halt gesagt, dass ich, das ist mega, mega random, also mega unnötig. Aber es ist irgendwie darum gegangen, das Badzimmer, dass ich das viel schöner gefunden habe und er hat es anders schöner gefunden. Und er, also das, was wir heute angeschaut haben, ich würde jetzt nicht sagen modern, aber es hat so zum Beispiel bei der alten Wohnung, also nein, bei der ersten Wohnung, hat es so einen Boiler oben dran gehabt, so ein silbriges Rohr. Und ich habe das mega schrecklich gefunden, weil ich bin so, ich will doch auch eine Badwanne haben, ich will nicht, dass man den Boiler sieht und irgendwie macht mir das, der Boiler macht mir Angst und dann das silbrige Rohr und so, das finde ich so, so unästhetisch irgendwie. Und er hat so gefunden, hey, nein, das ist doch mega ästhetisch und so alt und das gibt der Wohnung Charakter und so. Also, ja. Und ich habe wirklich so angeschaut, ich bin so, hä, kein Mensch auf dieser Welt finde das schön. Und er ist auch so, also ich habe ihn dann auch so gefragt, irgendwie, wenn du dich könntest entscheiden, ob es da ist oder nicht, dann würdest du doch auch nicht wollen. Und er ist so, doch eben. Und ich so, ja, irgendwie einfach mega funny, dass es da irgendwie so Reibungsfläche, also klar, wir sind mega gefightet, aber es war auch irgendwie lustig gewesen, weil ich, ja, einfach, ja, ich wüsste, was ich meine. Und das ist einfach noch mega spannend. Und es macht mir auch so ein bisschen Angst, dass wenn man jetzt eine Wohnung findet und die einrichten wollen, dass wir dann unterschiedliche Meinungen haben. Und klar, man macht dann irgendwie Kompromisse und so. Aber ich frage mich irgendwie dann so, wie normale Pärchen so zusammenziehen. Ist es dann einfach so, dass der eine Partner so, dass es ihn nicht so juckt und der andere Partner tut einfach alle Entscheidungen treffen? Oder haben einfach wirklich beide Partner dann so immer die gleiche Meinung oder keine Ahnung was? Das frage ich mich mega. Das ist doch irgendwie so, Alter, wenn du zusammenziehst, das ist so mega dick. Oder ja, vielleicht ist es wirklich bei vielen einfach so, dass es sie wirklich nicht so juckt. Und ich glaube, wir sind, Can und ich sind beide wo sehr, Leute, die sehr genaue Vorstellungen haben von so einer Wohnung oder gerade so von der Wohnungseinrichtung und so. Also ich finde zum Beispiel helle Möbel mega schön und er ist eher so ein bisschen, wo Holzmöbel eher schön findet und so. Also ich finde weisse Möbel eher schön. Einfach so Sachen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann wird sie mit dem einrichten. Aber ich glaube, wir können da schon Kompromisse machen. Also zum Beispiel, ich finde jetzt zum Beispiel schon eine Holzsache schön, aber nicht alles Holz. Also Holzfarbe. Also weißt du schon, Holz, aber dann weiß gestrichen finde ich halt am schönsten so. Aber das kommt drauf an. Was ich zum Beispiel weiss, wir finden beide Pflanzen sehr nice. So mega viele Pflanzen und so. Darum, ich bin sehr gespannt. Ich behalte euch dann auf dem Update. Vielleicht gibt es noch ein paar Explosionen. Nein, ich glaube nicht. Wir haben das schon irgendwie. Ich habe es auch lustig gefunden, weil eben, sonst hast du die Konfrontationen nie. So, wir haben bis jetzt einfach immer getrennt gelebt und dann hat es halt nie so, ja, in dem Sinne kranke Entscheidungen gegeben, die wirklich so, ja,
Eben, was sind so wie in einer Wohnung oder so? Gut, ich glaube, wenn du so ein Haus dann noch hast, dann ist schon ein bisschen krassere Entscheidung. Weil jetzt eine Wohnung ist, wieso dann, da weißt du, lebst du jetzt vielleicht nicht für immer in dieser Wohnung, sondern für ein paar Jahre vielleicht. Und jetzt gerade auch Möbel, wir haben, ja nicht, also, wir haben jetzt nicht das krasse Budget, wo wir jetzt alles neue Möbel kaufen, sondern dann gehst du entweder das Brocken oder nimmst, er nimmt halt seine Möbel schon und ich vielleicht ein paar von meinen und die tust du irgendwie zusammen. Also ich glaube, es wird jetzt nicht so eine kranke Innenrichtung werden, aber gleich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ja, zu der Wohnung eben. Also er hat sie auch schön gefunden. Es war grundsätzlich eine richtig, richtig nice Wohnung. Für mich war sie wirklich so sehr, sehr nice gewesen. Und ich hätte halt mit dem Velo 6 Minuten AZ HDK am Morgen. Und das wäre halt insane geil. Weil aktuell, wo ich jetzt wohne, hätte ich am Morgen amigs eine Stunde. Also AZ HDK, das ist die Zürcher Hochschule der Künste, für die, die das gerade das erste Mal gehört. Dort fange ich eben am Montag an zu studieren. Und es wäre halt viel geiler, weil ich habe halt immer, glaube ich, ab 9 Uhr Schule. Und imagine 6 Minuten, da könnt ja easy um 8:30 aufstehen. Oder vielleicht sogar, ja, so 8 Uhr. Und halt jetzt genug früh. Ja, vor allem mein Schlafrhythmus ist eh schon am Arsch. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich muss allgemein so ein bisschen sagen, gerade so ein Studium ist schon so ein Punkt, wo man aktuell irgendwie so ein bisschen Sorgen macht oder Angst, weil, also ja, oft, also ich komme allgemein so auf die Frage, wie, hey, freust du dich aufs Studium? Und gerade so, wenn du halt so schnell das Gespräch hast, dann sagst du meistens einfach, ah ja, voll, wird cool. Aber wenn du so ganz genau willst fragen, dann ist, glaube ich, meine Antwort so ein bisschen anders. Also eben, klar, ich freue mich und irgendwie freue ich mich auch, mal irgendwie so etwas anderes in meinem Alltag zu haben, mal, ja, irgendwie etwas Neues zu erleben, neue Leute kennenlernen und halt allgemein in dem Studiengang, den ich mache. Ich sage jetzt kurz dazu, ich habe es zwar schon ein paar Mal gesagt, aber für die, die es gleich das erste Mal gehört, ich studiere über den ZHDK und zwar den Studiengang Cast Audiovisual Media. Der hat sozusagen mit Social Media zu tun und ich mache jetzt schon seit 2 Jahren Vollzeit, also selbstständig bin ich, Vollzeit mit Social Media als Content Creatorin. Und ich kann halt wie dort noch viel mehr mich ausleben, indem ich mir Sachen lerne, wie kann ich animieren mit der Kamera, Interview, alles Mögliche dort. Und es ist halt sehr ein praktisches Studium, was ich noch mega geil finde. Also du machst, hast halt Projekte und so dort und du hast zum Beispiel auch keine Prüfung, also deine Projekte werden bewertet und so. Was halt mega, mega geil ist, weil, Bro, ich habe keinen Bock mehr auf Prüfungen. Und das war wirklich nach dem Gymi der grösste Punkt, warum ich nicht studieren wollte, weil ich, also sorry, die Prüfungen waren mir so da oben gewesen. Gerade nach der Matur, ich hab mir wirklich geschworen, ich will nie mehr so Abschlussprüfung machen, weil das für mich einfach so Stress ist. Ich weiß nicht, irgendwie, also weißt du, klar, für jeden ist Stress, aber ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, ich merke einfach gerade so das auswendig lernen und so anhocken und ja, kann ich das, ist einfach nicht so meins. Ich tue viel lieber praktisch lernen. Also zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt lernen müsste, wie eine Kamera funktioniert, dann habe ich es viel lieber, wenn ich es selber ausprobiere mit der Kamera, dann kann ich vielleicht mal ab und zu irgendjemanden fragen, wie das genau geht oder jemand zeigt es mir und ich muss aktiv dann Bilder machen oder irgendwie so, als wenn ich jetzt müsste anhocken und einen Prospekt lesen, wie eine Kamera funktioniert, brauche ich will sterben. So, das ist, ich kann viel, viel, viel besser lernen, indem ich Sachen direkt praktisch anwende und für das ist das Studium halt wirklich perfekt und darum, in dem Sinn, ich freue mich mega fest, aber es gibt bei mir halt wirklich auch noch so einen gleichzeitigen Haken. Ich habe es jetzt gerade vorher angesprochen, ich bin seit 2 Jahren selbstständig. Und bei mir ist halt der Punkt, dass ich ja nicht einfach will dann aufhören mit meiner Selbstständigkeit, sondern dass ich probiere, die nebenbei weitermachen. Und das wird fette Pain. Also von dem habe ich echt irgendwie Angst, dass ich das nicht mehr schaffe. Und mein grosser Punkt ist ja eigentlich, dass ich das Studium vor allem mache, um mich weiterzubringen in dem ganzen Thema, sodass ich meine Selbstständigkeit nachher kann weiterführen, aber halt in dem Sinn mehr gebildet bin. Also ich mache das Studium nicht jetzt irgendwie einfach zum Zettel am Schluss haben, sondern ich mache das wirklich für mich, weil mich das erstens interessiert und zweitens, weil ich mich in dem ganzen Thema wirklich will weiterbringen. Ich habe vielleicht mehrere Möglichkeiten, die ich vielleicht sonst nicht hätte. Und ja, ich weiß nicht, klar, es gibt YouTube-Tutorials und alles, aber wie gesagt, ich bin jemand, der das sehr gerne auch praktisch lernt. Und ich stelle es mir richtig geil vor, wenn ich dann zum Beispiel ein Projekt habe, wo wir jetzt das Thema Animieren haben und dann haben wir ein Gruppenprojekt, wo wir irgendwie zusammen mit einem Film machen, wo es ums Animieren geht und dann sind wir an dem am Arbeiten. So, das stelle ich mir so viel geiler vor, als wenn ich jetzt irgendwie eben ein YouTube-Online-Tutorial anschaue. Wenn man das, gut, heutzutage kannst du ja eh wahrscheinlich gefühlt alles online lernen, also
ja, obviously. So, aber eben, ich mache es wie nicht nur wegen dem Zettel am Schluss, also wegen dem Abschluss. Aber also klar, ist auch geil, wenn ich den nachher habe, würde ich mich auch nicht beschweren. Ich habe einen Bachelor of Arts. Und ich weiß auch gar nicht, wie es am Schluss wird aussehen wird. So, weil irgendwie gerade so Influencer sein ist halt irgendwie so das Ding, wo man irgendwie in der Gesellschaft nicht weiss, ist das jetzt etwas, wo einfach so jetzt gerade am Boomen ist, oder ist das etwas, was wirklich so für die Zukunft ist? Also weißt, ist das jetzt ein Beruf, der jetzt nur für Jugendliche ist? So, das ist jetzt etwas, was ich jetzt gerade mache. Aber dann in Zukunft, wenn ich irgendwie 30 bin, dann bin ich schon irgendwo angestellt. Aber jetzt gerade aktuell passt es noch, jetzt kann ich mein Cash verdienen. Aber, oder ist es so ein Ding von, wenn man jetzt Influencer ist, das ist halt etwas Neues, dass es auch wirklich möglich ist, dass man bis 60 das nachher macht. Das weiß ich halt nicht. Das weiß halt irgendwie niemand. Und das ist so schwierig zu sagen. So, weil schlussendlich ist das, was ich jetzt mache, wirklich genau das, was mich zu 100% erfüllt. Es ist so lustig. Für die, die Spitz kennen, ich weiß nicht, ist das allgemein in der Schweiz oder ist das nur in Zürich? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist das ein Berufs... Also du kannst auf jeden Fall dort hergehen. Ich bin dort in den Sek hergegangen, um halt... ja, wie sagen wir denn? Ich vergesse gerade alle Wörter wieder. Aber die dann halt schauen, welcher Beruf passt am besten zu dir. Also die haben mit dir ein Gespräch. Du kannst so, so Dings ausfüllen, dass sie halt, also anhand von deinen Interessen, dass sie halt herausfinden, welcher Job passt am besten zu dir. Und es ist so funny, weil es hat kein Job so 100% Dings erreicht, offensichtlich nicht. Aber all die Berufe, die dort aufgeschrieben worden sind, die passen irgendwie so perfekt zu dem, was ich jetzt mache. Also es ist drauf gestanden, Videograf, Polygraf, Mediamatiker, was ist das? Model, Digga, fucking Model. Sorry, warum das nicht drauf gestanden ist. Aber irgendwie lustig. Dann Theater, auf der Bühne sein, Moderatorin. Also wirklich... Also ich habe es gerade nicht mehr auf dem Ding, aber meine Mama hat auch schon irgendwie das Blatt wieder mal gefunden, wo all die Sachen drauf gestanden ist, wo ich schon Influencerin war. Und ich habe gesagt, Bro, alle crazy, wie einfach alles so jetzt im Nachhinein irgendwie so Sinn macht, dass das so passt. So. Aber ja, kann ich schlussendlich, ich habe das ja das ganze Jahr angefangen, jetzt nicht irgendwie, weil ich denke dann, dass ich das mal irgendwann beruflich mache, sondern einfach, weil es mir Spass gemacht hat. So. Und ich habe ja gerade Anfang Gymi angefangen, also ich habe mir jetzt nicht mal überlegt, dass das so etwas, also so etwas Krasses wird in meinem Leben. So, von dem her irgendwie schon crazy. Und eben, das ist jetzt halt das Ding. Ich habe neben dem Gimmi, habe ich mir das dann aufgebaut. In dem Sinne eine Reichweite. Ich habe dann schon meine ersten Kooperationen gehabt. Und jetzt halt seit 2 Jahren mache ich das Vollzeit selbstständig. Ich mache das Ganze wirklich, ja, in dem Sinne meinen Namen aufgebaut. Habe jetzt voll, in dem Sinne so ein bisschen meine Sicherheit haben. Also ich kann in dem Sinne ein regelmäßiges Einkommen. Es macht mir immer noch mega, mega Spass. Es ist einfach... eigentlich mega nice, so wie es jetzt ist. Und eben, wie gesagt, ein Studium mache ich, um noch mehr Wissen zu haben, um mich in dem noch mehr weiterzubilden und irgendwie, dass das so ein Plus ist für meine Selbstständigkeit. Und meine grösste Angst ist eigentlich, dass es mir erstens zu viel wird, weil es ist, also eben, ich mache es jetzt schon selbstständig und klar, ich habe irgendwo noch Zeit für mich und alles, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich nachher von morgen um 9 Uhr bis um 5 Uhr am Abend, von Montag bis Freitag Schule habe, das wird mega eng, das wird mega stressig und ich weiß nicht, irgendwo braucht man ja Zeit für sich. Und ich glaube, der Punkt, wo viele wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, ist, also wo ich mir vorstellen kann, dass wahrscheinlich viel die Arbeit als Social Media oder als Content Creator, Influencer, wie ich es nenne, schon noch recht aufwendig ist. Also es kommt natürlich darauf an. Ich finde, es gibt auch Influencer, wo ich möchte das eigentlich gar nicht schlechter reden, aber es gibt halt gewisse Creator, die mehr machen und gewisse, die weniger machen, obviously. Also keine Ahnung, es gibt ja Influencer, die machen einfach zum Beispiel nur TikTok und dann halt so ein bisschen simplere TikTok, die jetzt nicht mega hart aufwendig sind und dann halt zwischendurch halt einfach eine Kooperation oder irgendwie so. Also wo jetzt nicht, ja, wo das easy könnt jetzt neben einem Studio machen. Und es gibt die Influencer, die auf jeder Plattform sind, mega viel machen, mega aufwendiges Zeug machen. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen zwischendrin. Also für die, die mich nicht kennen, ich mache YouTube grundsätzlich regelmäßig. Jetzt aktuell habe ich jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen nicht mehr aufgeladen. Aber sonst eigentlich regelmäßig jede Woche ein YouTube-Video, wo halt wirklich auch so ein bisschen aufwendig ist. Was würde ich sagen? Vielleicht so 8 Stunden pro Video, je nach Video natürlich. Oder irgendwie, ja,
vielleicht meistens sogar im Fall länger. Also YouTube ist echt fucking aufwendig. Dann halt jeden Tag ein TikTok posten. Je nachdem, meistens sind TikTok, ich kann nicht mehr reden, alle. Es ist spät, okay? Wir haben jetzt, es ist gefühlt jetzt eine halbe, zwölf, halbe eins. Ich kann wirklich nicht mehr reden. Auf jeden Fall, TikTok, manchmal ein bisschen aufwendiger, manchmal weniger, aber ich probiere eigentlich immer so ein bisschen, ja, jetzt ein bisschen was Kreatives zu machen. Jetzt nicht einfach irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Und dann mache ich jetzt halt da zusätzlich den Podcast. Der ist auch einmal pro Woche. Der braucht vielleicht so 3 Stunden Aufwand. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also, ja, nein, etwa 3 Stunden kommt her. Halt mit überlegen, das Thema. Heute mal ausnahmsweise nicht, aber sonst normalerweise mit so recherchieren und allem. Nachher aufnehmen, schneiden, aufladen, etc. Halt das. Ist etwa 3 Stunden. Und dann noch Instagram mit halt täglich Stories, dort noch Reels aufladen. Ah, YouTube Shorts ist auch noch. Es ist schon ein bisschen viel. Und das alles nach dem Studium machen ist halt, ja, habe ich ein bisschen Angst, dass das mir dann so ein bisschen zu viel wird. Und, oder dass das irgendwie nachher so endet, dass ich merke, ich mag nicht mehr. Vor allem, ich bin halt wie, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, wenn es jetzt mega, mega zu viel wäre, würde ich fast lieber, glaube das Studium entweder wirklich ganz abbrechen oder halt irgendwie reduzieren, falls das möglich ist, als Social Media aufgeben, weil das ist für mich so mein riesengroßes Herz. Seit 2018 stecke ich mein ganzes Herz halt in das Projekt. So, es ist für mich nicht einfach so ein Ding von, ich lade mal ein paar Videos auf, sondern es ist für mich wirklich so mein grösstes Ding irgendwie so in meinem Leben. Ich glaube, man kann das wirklich nicht nachvollziehen, wenn man das selber nicht macht. Aber stellt euch vor, ihr habt ein Projekt, das ihr seit 2018 macht, das ihr täglich daran arbeitet. Und ich habe halt wie, es hat die Zeit gebraucht und den Effort, wo ich an dem Punkt bin, wo ich kann Geld damit verdienen kann. Und das ist halt ein der Scheiß. Das kennen vielleicht Leute, die selbstständig sind. Du kannst nicht einfach einen Break machen oder das komplett reduzieren, weil du musst immer daran arbeiten, du musst das Rad immer kurbeln, damit es halt in Bewegung ist. So. Und das ist so schwer, von dem habe ich so Angst, dass ich das irgendwie nachher so bereue, weil ich das Rad nicht mehr drehen kann. So, macht das Sinn? Ja, irgendwie schon. Und ich möchte das irgendwie nicht aufgeben, sondern ich mache das Studium ja eben, um das Rad noch ein bisschen schneller kurbeln. So. Und irgendwie meine grösste Hoffnung ist halt so, dass ich bei dem Studium, dass ich das kann so ein bisschen wie vernetzen, also zum Beispiel gerade die Projekte, die ich dort mache, dass ich die kann zum Beispiel auf YouTube dann aufladen oder irgendwie so, dass es auch eine mega coole Mischung kann sein. Das wäre, glaube ich, so mein grösster Dream. So. Und dass es auch für euch irgendwie geiler ist, weil dann krassere Projekte kommen, dass ihr vielleicht einen Unterschied seht von meinen Skills, wenn ich schneide oder dass ich jetzt zum Beispiel animieren kann ich jetzt nicht und das dann so in den YouTube-Videos anwenden oder auf TikTok ist ja umso geiler. Ja, das wär so mein Dream, dass man das irgendwie so mega geil kann kombinieren und dass es nicht irgendwie jeweils das andere einschränkt oder irgendwie, ja, ich weiß nicht. Genau, das ist so meine grösste Angst. Aber wir werden es sehen. Und es ist mega weird, Alter. Das ist die letzte Podcast-Folge vor meinem Studium. Ich glaube, mein Leben wird sich nachher, ich weiß es nicht, vielleicht ist es echt mal krasser vorgeht. Also ich habe wirklich das Gefühl, mein Leben wird sich gerade um 180 Grad drehen. Zum einen werde ich ausziehen, hoffentlich, wenn ich eine Wohnung finde. und zum anderen fange ich ein Studium an. Also das wird ja komplett anders sein. Also wie, ich möchte mir kurz vorstellen, ich gebe also einen kleinen Einblick von meinem Alltag jetzt. Ich bin mein eigener Chef, ich bin selbstständig. Ich kann selber sagen, wenn ich will aufstehen und wenn ich ins Bett gehe, schlussendlich wenn ich einfach meine Arbeit mache und pünktlich meinen Shit aufladen. Und ich bin halt wirklich ein Mensch, der so viel besser kann arbeiten am Abend oder in der Nacht. Darum nehme ich meine Podcast-Folge meistens am Abend auf. Nice. Aber ich wirklich, also gerade um diese Zeit eigentlich, jetzt bin ich so viel produktiver. Also jetzt könnte ich viel, viel eher noch ein Video aufnehmen, ein Video schneiden etc. alles machen, als am 8 Uhr am Morgen. Und das ist halt so ein bisschen der Shit, so, dass es halt wieder anders wird sein. Und meistens, wenn ich gerade von der Schule heimgekommen bin, damals im Gymi, bin ich einfach so kaputt. Ich kann einfach mit einem Schlaf machen, so einen Nap. Und ich muss dann gleich heimkommen, mein Zeug machen. Für Social Media. Ja. Und was gehört dann zu meinem Alltag jetzt? Ist halt sehr unregelmäßig. Also ich kann wie nicht so einen fixen Wochenplan, sondern es ist halt jede Woche anders. Also wie auch zum Beispiel gerade so Events, die sind meistens erst 2 Wochen vorher werden die bekannt gegeben. Also du wirst meistens mega kurzfristig 2 Wochen vorher eingeladen
Oder ja, gerade so diese Sachen, auch Kooperationen. Also Firmen, die sind meistens sehr kurzfristig. Also gerade zum Beispiel jetzt komme ich Anfragen über, wo so, yo, wir sind die und die Firma, haben das und das Produkt, bla bla bla. Und wir würden gerne, dass das Video in zwei Wochen online kommt. Und ich muss halt mega krass flexibel sein. Und gerade im Studium, Bro, das war schwierig, wie das läuft. Ja. Also ich merke, es wird hoffentlich kein Pain sein und es macht mir gerade recht Angst. Aber ich merke, ich bin mich die ganze Zeit wiederholen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich nicht so gut vorbereitet habe an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid. Aber ich muss, glaube ich, langsam die Podcast-Folge beenden. Aber ja, ich werde auf jeden Fall ein Update geben, wie der erste Schultag und so war. Sagt man Schultag? Es klingt so weird, weil es ist ja ein Studium, aber Studiumstag klingt doch auch weird. Ich weiß es nicht. Falls ihr nicht mehr warten auf meine Podcast-Folge, die ich erzähle, ich werde safe auf TikTok dann oder in der Story euch updaten und euch mitnehmen und so. Und ansonsten höre ich das am Donnerstag und ich erzähle euch dann so ein bisschen. Aber ja, das war es mit meiner Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gleich irgendwie gefallen. Es war jetzt halt eher so ein Lebensupdate gewesen, was aktuell so mich beschäftigt, was in meinem Leben und so abgeht. Ich hoffe, nächste Woche kommen wir wieder ein mit einem Thema, wo ich mich so ein bisschen mehr habe, mich vorbereiten konnte. Aber vielleicht wird es ja wirklich absolut stressig, wenn ich dann mein Studium habe. Ich hoffe nicht. Ach Mann, Freunde. Ja gut, ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und falls ihr jetzt nicht pinnen geht, das ist immer mega viel, dass ihr es zum Einschlafen hört. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Kussi auf die Backe und bis nächste Woche wieder. Bye.